Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 18 Uhr und ich würde gerne anfangen. Es ist sogar schon eine Minute nach 18 Uhr. Und ehe ich das vergesse, es gibt jetzt einen Livestream dieser Veranstaltung. Und es gibt in Deutschland oder in Europa die Datenschutzgrundverordnung. Das wird also jetzt so sein, dass ich Sie fragen und bitten muss, wer nicht einverstanden damit ist, dass jetzt live gestreamt wird und nicht auf diesen Bildern sein möchte, das kann ja immer passieren, dann müsste sich das bitte von draußen aus angucken. Also Sie werden nicht weggeschickt, nur hinter die Wand. Nur hinter die Wand. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie alle hier bleiben. Gut, also dann wäre das auch gesagt. Von mir aus ein herzliches Willkommen. Zur nächsten Veranstaltung, zur jährlichen Veranstaltung Commerzbank im Dialog. Und es geht heute wieder darum, wie ein traditionsreiches Geldhaus sich in ein digitales Technologieunternehmen wandeln will und auch soll. Bis 2020 ist nicht so viel Zeit. Wir wollen diskutieren, klappt das, will das überhaupt der Kunde? Und ich freue mich dann auf eine Diskussion, wie auch schon letztes Jahr, mit dem CEO der Commerzbank, Herrn Martin Zielke, den ich später auf die Bühne bitten werde, und mit Tijen Onaran. Und die bitte ich jetzt schon auf die Bühne. Tijen. Tijen Onaran ist Netzwerkerin, Influencerin. Sie hat schon Erfahrung in der Politik gesammelt, hat Politikwissenschaft studiert. Und alles andere werden Sie jetzt an einem kleinen Einspieler sehen, den man hier dankenswerterweise vorbereitet hat. Dann erstmal viel Spaß. Tijen Onaran, cool, schnell, kreativ, Netzwerkerin, bringt alle zusammen, national, international, super nett. Mir fällt gar nicht mehr so viel ein, so viele Adjektive kenne ich gar nicht. Einfach tolle Frau. Wir reden ja wahnsinnig viel über Diversity und Gleichberechtigung. Und vor allem ist immer die große Frage ja auch, bringt Digitalisierung mehr Möglichkeiten für Frauen? Und ich glaube, die Tijen und ihr Team, die zeigen eindrucksvoll, dass es einfach geht, wie schnell eine Community wachsen kann. Und es ist einfach wirklich beeindruckend. Ich kenne Tijen jetzt schon ein paar Jahre und ich habe sie begleitet, eigentlich von ihren ersten Anfängen bis heute. Was ich an Tijen Onaran bewundere, ist, dass sie ihre Fähigkeit, Leute zu vernetzen, jetzt auch beruflich einsetzt. Sie hat eine Plattform gegründet, Global Digital Woman. Sie ist eine der Frauen in Deutschland, die für die Vernetzung von Frauen in der digitalen Welt stehen. Ich glaube, das Klischee ist immer noch so da, okay, Frauen haben Internetanschluss und ein Handy und das war's so. Und die Computer-Nerds sind halt immer noch Männer so. Und es hat sich doch ein bisschen gewandelt. Da entsteht eine, ja, ich glaube, gerade eine Art Revolution. Man denkt ja immer so, Gott, da wo viele Frauen sind, da gibt es Gezicke und so weiter. Und wer einmal auf so einer Veranstaltung war mit Tijen, wird erleben, wenn sich Frauen erstmal zusammentun und networken, da ist eine Energie, die freigesetzt wird, das ist der Hammer. Ja, vielen Dank. Wenn sich Frauen erstmal zusammentun, das ist ein sehr schönes Stichwort, das hat man ja auf dem CDU-Parteitag gesehen, was da passieren kann, dann wird von der einen Frau auf die andere übergeben. Und jetzt sind wir hier im digitalen Zeitalter. Die Frau Zerwakis sagt am Ende, wenn sich Frauen erstmal zusammentun, entsteht so etwas wie eine Revolution. Frau Onaran, sind Sie Ihre Anführerin? Ich bin zumindest diejenige, die den Anstoß gegeben hat. Aber am Ende des Tages ist da jetzt eine ganz große Community. Wir sind mittlerweile über 40.000 Frauen. Wir haben angefangen hier in Berlin. Ich habe vor 3 Jahren angefangen mit einem Stammtisch hier in Berlin. Damals waren wir 12 Frauen. Und was hat Sie dazu bewogen, jetzt nach Berlin zu kommen und Frauen einzuladen? Also ich bin ja schon sehr lange hier in Berlin, weil ich eben hier auch politisch tätig war, gearbeitet habe, unter anderem im Bundestag, aber auch im Bundespräsidialamt. Und ich habe das gegründet, weil ich gesehen habe, dass die Zeit da ist, dass Frauen sich sozusagen zusammentun. Ich wollte das aber nicht aus dieser Opferperspektive machen, nicht aus diesem Betroffenheits, oh mein Gott, das ist alles schlimm und Männer sind sowieso böse, sondern ich wollte wirklich aus dieser Stärke raus eine Plattform gründen. Dann habe ich so einen Stammtisch ins Leben gerufen, habe 12 Frauen zusammengebracht und daraus ist praktisch diese Bewegung entstanden. Wir haben uns monatlich getroffen und haben gesehen,
sehen, dass uns alle neben dem, dass wir Frauen sind, sozusagen verbindet, dass wir was mit Digitalisierung machen. Und dann habe ich gedacht, okay, da scheint es einen Kausalzusammenhang zu geben zwischen Diversität und Digitalisierung. Das besagen ja auch viele Studien. Und dann habe ich gesagt, okay, daraus mache ich jetzt eben auch eine Profession aus diesem Hobby und habe dann Global Digital Women gegründet, das ist jetzt ein Unternehmen und wir sind gerade dabei, die Welt zu erobern. Ja, vielleicht, Sie haben ja als Unternehmensmotto so ungefähr, make the world more female and more digital. Ja. Es wurde ja im Film auch angesprochen, dass jetzt bisher eigentlich nur Männer Computer-Nerds sind. Ob jetzt Frauen Computer-Nerds werden sollen oder geht es eigentlich darüber hinaus? Es geht darüber hinaus und ich denke, wir sind uns alle hier hoffentlich einig, dass Digitalisierung nicht nur Computer-Nerding bedeutet, sondern es bedeutet wirklich dieser allumfassende Begriff. Es umfasst uns alle, alle Lebensbereiche, ob das das Handy ist, ob es was online bestellen ist, ob es darum geht, ein Unternehmen zu gründen. Und darum geht es auch in dieser Community. Es sind Gründerinnen, die Startups ins Leben gerufen haben. Es sind aber vor allem auch Frauen aus dem Mittelstand und aus den Konzernen, die dort Digitalisierung, Innovation vorantreiben. Das kann in einer Tech-Rolle sein, als Programmiererin, das kann aber auch in einer HR-Funktion sein, wie beispielsweise Janina Kugel, die ja auch Mitglied unserer Vereinigung sozusagen ist, unserer Organisation, aus dieser HR-Rolle raus das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Und dieser allumfassende Blick, das zeigt auch unsere Community und all diese Geschichten wollen wir da draußen sichtbar machen. Deswegen haben wir beispielsweise auch diesen Award, diese Preisverleihung ins das Leben gerufen. Das findet ja auch gerade wieder statt, ne? Oder hat gerade stattgefunden? Das hat stattgefunden, vor zwei Wochen. Ja. Genau. Und wen haben Sie da ausgezeichnet? Also sind das alles Frauen, die digital unterwegs sind oder auch analog? Die in digitalen Rollen, beruflichen Rollen unterwegs sind. Das können sogenannte Chief Innovation Officer sein, Chief Digital Officer. Das vielleicht können alles Sie das, wir haben ja hier auch ein analoges Publikum sozusagen. Vielleicht können Sie absolut. Das so, ich bin es gewohnt. Also ist es immer so, ich sage immer zum Beispiel, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, das ist echt schwierig, denen beizubringen, was ich heute mache. Ja, ich fange dann immer an, so okay, das ist so Step by Step. Also Chief Digital Officer ist im Grunde jemand, der in einem Unternehmen die Digitalisierung allumfassend vorantreibt. Ja, meistens ist das eine Stabstellenfunktion und guckt wirklich in verschiedene Bereiche eines Unternehmens, was muss digitalisiert werden, wen brauchen wir dazu. Chief Innovation Officer ist, wie der Name sagt, jemand, das Thema Innovation vorantreibt. Das sind alles neue deutsche Begriffe und am Ende des Tages, ich sage auch mal, früher hieß es Selbstständigkeit, heute heißt es Startup. Insofern, ich glaube, es verändert sich und das brauchen wir auch. Aber es sind alles eben diese Frauen, die diese verschiedenen Rollen haben. Und die bringen wir zusammen über diverse Veranstaltungen, nicht nur deutschlandweit, sondern mittlerweile auch in der Schweiz und in London. Also man könnte sagen, Sie sind sowas wie die Geschäftsführerin eines Unternehmens, Frauen vernetzt sozusagen. Genau, ich bin die Gründerin dieser Bewegung und mittlerweile, dadurch, dass es ein Unternehmen ist, auch die Geschäftsführerin. Dann können wir uns heute auch glücklich schätzen, dass Sie da sind, auch mit einem Herrn zu sprechen, der die Digitalisierung in einem Unternehmen vorantreibt. Da kommen wir ja gleich noch dazu. Würden Sie denn sagen, das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen weiter gefasst, dass das was Besonderes ist, wenn da nur Frauen da sind, die in digitalen Berufen unterwegs sind? Wollen Sie das auch mal öffnen, im Prinzip für alle, oder ist das jetzt speziell? Wir öffnen es schon. Also auf unseren Veranstaltungen kommen durchaus auch Männer, die sagen, ey, das, was ihr macht, ist irgendwie spannend, weil wir es immer contentbezogen machen. Also sie werden nie auf eine Veranstaltung gehen, wo es heißt, ich als Frau im Job, sondern es sind immer Digitalthemen, die besprochen werden. Und das ist vielleicht auch das Neue. Ich nenne es immer so ein bisschen Feminismus 4.0. Der ist ein bisschen anders, der ist moderner, der ist irgendwie hipper, der ist irgendwie vielleicht, entspricht auch mehr unserem Zeitgeist, dass wir das Ganze nicht vergendern, sondern dass wir das Ganze neutralisieren und sagen, okay, wir brauchen aber solche Organisationen, wie ich eine gegründet habe, um die Sichtbarkeit dieser Frauen voranzutreiben. Und das ist auch eines unserer Ziele, das machen wir über den Award, das machen wir über unsere Social-Media-Kanäle. Ich habe ein neues Unternehmen gegründet, das ist Female One Zero, das ist eine Online-Plattform, ein Online-Medium, wo wir wirklich journalistisch aufbereitet Geschichten von diesen Frauen, auch Männern, beispielsweise Frank Thelen ist jetzt auf unserer Plattform ein Startup-Investor, erzählen, wie die Digitalisierung vorantreiben. Bleibt natürlich noch die spannende Frage, wie sich sowas finanziert. Es finanziert sich vor allem durch Kooperationspartner, also für die Community, für diejenigen Frauen, die auf unsere Veranstaltung oder auch Männer kommen, ist es kostenlos. Und wir haben Kooperationspartner, die eben Beitrag zur Verfügung stellen, sodass wir das Ganze finanzieren können. Das ist beispielsweise Microsoft, Siemens, SAP. Das sind meistens die Großen, die sagen, okay, wir wollen auch als Arbeitgeber sichtbar sein auf ihrer Plattform, damit wir Zugang zu dieser spannenden Talentgruppe haben. Okay, das ist in gewisser Weise Sponsoring, kann man das so? Sponsoring ist das, genau, Kooperationsmodell.
Sponsoring-Modell, Sponsoring beim Digital Female Leader Award, Kooperationsmodell, sonst, was wir sonst machen. Und gibt es denn, wir haben jetzt sehr viel von Unternehmerinnen gesprochen, gibt es auch Politikerinnen, die in Ihrem Netzwerk drin sind? Es gibt durchaus auch politisch Aktive, natürlich auch so ein bisschen aus meiner Vergangenheit. Ich habe es gerade erzählt, ich war auch selber politisch aktiv, habe selber auch mal kandidiert mit 20 Jahren, jung und war in der FDP. Ich habe auch mal für Silvana Ist das jetzt eigentlich ein schlechtes Zeichen? Sie waren in der FDP und die FDP ist ja schon sehr männlich geprägt. Jetzt geht es Ihnen nicht mehr so gut. Nee, genau. Es geht Ihnen nicht mehr so gut. Als ich war, ging es Ihnen noch gut. Ja. Oder auch nicht. Ich habe eine lange für Silvana Koch-Marien gearbeitet. Die ist auch nicht mehr dabei. Kennt. Ne? Genau. Ja. Und ich war auch bei Guido Westerwelle und dann war ich im Bundespräsidialamt bei Wulff. Und ich sage das auch immer in der Reihenfolge, weil ich war nämlich bei Silvana, als sie ihre Doktoraffäre hatte. Dann bin ich zu Guido und da ist er als Bundesvorsitzender zurückgetreten und dann bin ich zu Wulff. Deswegen sage ich immer, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Es gibt aber keinen kausalen Zusammenhang zwischen okay, den okay. Rücktritten aber es ist schon mal eine gute Warnung. Ja, genau. Aber Krise Warnung. Kann ich, insofern bin ich vorbereitet und das war das beste Assessment Center, was man sich vorstellen kann. Das erklärt natürlich auch, warum Herr Lindner sie möglicherweise noch nicht angesprochen hat. Ne? Er versucht es, aber keine Chance. Keine Chance. Dann kommen wir nochmal zurück. Wir sind ja heute hier bei der Commerzbank und da geht es natürlich auch ums Bezahlen, um Geld und so weiter. Passend dazu startet morgen in Deutschland Apple Pay. Also ist zwar die Konkurrenz, aber digitales Bezahlen. Deswegen für Sie die ganz profane Frage, wie zahlen Sie am liebsten? Digital, bar, mit der Karte? Ich versuche, wenn es geht, immer digital oder mit der Karte zu bezahlen. Ehrlich gesagt regt es mich ein bisschen auf, wenn ich irgendwo bin und das heißt, wir akzeptieren keine Karte. Das ist hier in Berlin häufiger der Fall. Was mich so ein bisschen stört, weil ich immer so denke, mein Gott, andere Länder machen es doch auch. Und dann sitze ich irgendwie im Taxi. Mittlerweile kann ich mit der Taxi-App bezahlen. Es ist einfach, es bietet mir diese Unabhängigkeit, die ich so sehr liebe, die ich auch als Unternehmerin liebe, überall da zu sein, schnell zu bezahlen, Innovation auch zu leben, zu gestalten, sie zu fühlen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch ganz weit weg. Bargeld mag ich auch, so ist es nicht. Ja. Wenn ich irgendwie Bargeld bekomme, 74 bin ich ganz Prozent aller Transaktionen in Deutschland werden immer noch mit Bargeld gemacht. Kann ich auch verstehen. Ich glaube, das passt auch gut zu Deutschland. 74%. Aber mittlerweile, also ich für mich finde digitales Bezahlen einfach die größte Form der Unabhängigkeit. Da hätte ich dazu noch eine Umfrage. Und zwar wurde im Vorfeld dieser Veranstaltung hier gefragt, und zwar über Twitter, nutzen Sie eine Banking-App? Und das Ergebnis würde ich jetzt gerne, genau, es ist schon da, 42%, ich gehe in die Filiale. Schon immer noch ziemlich überraschend, würde ich sagen. Ne? Und an dieser Stelle möchte ich gerne Herrn Zielke an den Tisch bitten. Herr Zielke, haben Sie sich an der erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Haben Sie sich an der Abstimmung beteiligt? Nein. Aber ich hätte können. Und wenn Sie sich hätten beteiligen wollen, wie hätten Sie geantwortet? Ich hätte geantwortet, dass ich täglich die App nutze, aber das Ergebnis hat mich nicht überrascht. Weil Sie noch so viele Filialen haben als Commerzbank? Nee, weil es noch so viele Menschen gibt, die Filialen nutzen. Und deswegen haben wir noch so viele Filialen. Ah, so rum. Aber warum ist es Ihrer Meinung nach in Deutschland so, dass eben immer noch 3/4 aller Transaktionen da mit Bargeld gemacht werden, dass immer noch so viele Leute in die Filiale gehen? Ist das nicht auch eine, sagen wir mal, ein Kostenargument, was gerade auch bei Ihnen jetzt und bei der Commerzbank, da Sie ja auch wie andere Banken da sagen wir auch mit den Kosten zu kämpfen haben, ist das da nicht ein bisschen überholt? Also ich glaube, ich habe da einen etwas anderen Blick drauf. Erstens, die Leute zahlen noch sehr viel mit Bargeld. Das hat ganz viele Gründe. Da sind wir uns, ich bin Mann und alt, ja, Frau nichts. Und jung. Und an der Macht Ecke sind wir genau gleich, ticken wir. Also ich zahle auch lieber. Ich liebe es mit dieser Karte, insbesondere jetzt auch noch, wenn man nur noch drüber wedeln muss. Ja, also herrlich. Ja. Aber trotzdem müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass es viele Menschen gibt, die aus welchen Gründen auch immer, ist mir auch egal, Bargeld nutzen. Aber das sind nicht unbedingt die gleichen, die in die Filiale gehen, weil ehrlich gesagt, das hat ja miteinander gar nicht unbedingt was zu tun. In die Filiale gehen sie ja nicht, um mit Bargeld zu bezahlen. Bargeld bezahlen sie im Kiosk, im Bus, in der Bahn, was immer, auch wenn sie es nicht müssten. Ich glaube, das Thema Filiale ist eins, wo wir ein Phänomen haben,
das wir in anderen Branchen auch schon gesehen haben. Also wenn Sie mal im Silicon Valley sind und mit den Start-up-Firmen da reden, auch mit den größeren, dann sehen Sie einen interessanten Trend. Die sind alle angefangen digital und fast alle, wenn sie erfolgreich werden und größer werden, fangen an, in die analoge Welt jetzt zu gehen. Mhm. Die Bank, also klassische Banken sind ja schon eine ältere Branche, ja? Wir 150 Jahre alt, 150 Jahre alt, wir machen es andersrum. Wir kommen aus der analogen Welt und nutzen die digitale dazu. Deswegen verschwindet aber nicht das eine. Das Thema heute Abend ist ja auch Ihr Wandel im Prinzip von dem traditionsreichen Geldhaus, 150 Jahre alt, zu diesem Digitalunternehmen. Wir hatten ja jetzt bei der Vorstellung von Tijin Onaran gesagt, sie ist sowas wie eine Anführerin einer Revolution, dieser digitalen weiblichen Revolution sozusagen. Fühlen Sie sich als CEO eines Traditionshauses auch so ein bisschen revolutionär, wenn Sie dann in Ihre Bank gehen und sagen, so Leute, wir machen das jetzt hier digital? Gute Frage, da muss ich mal drüber nachdenken. Hört sich irgendwie gut an. Aber vielleicht auch schwierig. Hört sich gut an, aber ich glaube so, also ich zumindest bin da so nicht rangegangen. Entschuldigung. Ich glaube, es ist einfach eine Notwendigkeit. Aus meiner Sicht kann ich mir heute eine Welt ohne digitalen Zugang nicht vorstellen und vor allem kann ich mir keine Kunden vorstellen. Übrigens jenseits jeder Altersgruppe, ob das junge Leute sind, ältere Leute sind. Ich kann mir überhaupt keinen vorstellen, der heute auf Dauer oder ganz wenige nur, die heute ohne digitale Zugänge zu sowohl Konsum als auch Bank, Finanzdienstleistungen sind ja auch eine Art von Dienstleistungen, auskommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es nur ganz wenige gibt, die ohne analoge Zugänge leben wollen. Also was weiß ich, das Einkaufen im Internet mag Spaß machen. Ich habe 3 Frauen in der Familie, Schuhe kaufen im Internet, super. Ja. Aber am Ende das gehen doch viele... Das finde ich interessant. Und das passt dann? Die passen dann noch immer? Eben nicht immer. Das finde ich zum Beispiel merkwürdig. Würde ich nie machen. Aber ich weiß auch, dass alle 3 Frauen, also meine Töchter und meine Frau, super gerne, damit da kein Missverständnis entsteht, sie lieben stundenlang durch Schuhgeschäfte zu laufen. Ja. Ja. Und ich glaube, das gibt es, ich will jetzt nicht verraten, wo ich dann hinlaufe, aber ich laufe auch in Geschäfte, obwohl ich auch gerne online arbeite. Und ich glaube, das ist typisch für ganz viele Menschen. Und Bankgeschäfte sind eben auf der einen Seite was total Technisches, eine Überweisung, wozu, warum solltest du da hingehen? Auf der anderen Seite haben sie was ganz viel mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen kann man am besten einfach durch persönliche Interaktion lösen. Also was ich beobachte, ist tatsächlich, je digitaler wir werden, desto höher ist die Sehnsucht nach dem Analogen. Mhm. Wir sind ja analog gestartet. Ich habe es vorhin erzählt, ein Stammtisch hier in Berlin. Ja. Und dann sind wir digital groß geworden über Social Media, haben die Bewegung gestartet. Und ohne Social Media wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde ja nie im Leben analog 40.000 Frauen erreichen. Mhm. Das heißt, für mich ist das Mittel zum Zweck. Und wir sprachen vorhin darüber, das sind ja keine 2 Welten. Mhm. Das ist im Grunde das eine ist für mich ein Mittel zum Zweck, nämlich, dass ich die Frauen erreiche in, ich sag mal, Afrika oder Marrakesch, wo auch immer, die ich hier in Deutschland so analog über Veranstaltungen nicht erreichen würde. Mhm. Daher sehe ich das auch nicht immer als, da auf der einen Seite haben wir das, auf der anderen Seite das. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir das eine nicht verteufeln dürfen, dass wir nicht sagen dürfen, hey, das Digitale ist irgendwie böse oder Twitter ist gleich Trump oder irgendwie was findet da draußen statt, sondern man muss den Leuten auch aufzeigen, dass sie es auch positiv nutzen können. Im NGO-Bereich, ich kann ganz tolle Dinge auch digital erreichen. Und genauso ist es natürlich in Unternehmen, die auch, sage ich mal, analoge Produkte adressieren oder eine analoge Kundengruppe adressieren, dass man da diese beiden Welten am Ende des Tages zusammenbringt und den Anschluss aber an der Stelle vor allem nicht verliert. Das heißt also, übertragen jetzt mal die Erfahrung aus den Netzwerken auf Ihre Bank, heißt das, dass das Umwandeln in ein Technologieunternehmen, jetzt auch sehr schnell bis 2020, nicht den Abschied vom klassischen Bankgeschäft bedeutet oder doch? Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, ich finde sowieso diesen Gegensatz, aber Sie haben das eben gesagt, den Gegensatz zwischen digital und analog, so als ob das zwei, also sich ausschließende Gegensätze sind, halte ich für einen falschen Gedanken. Ich glaube, das ist einfach toll. Beides ist toll. Menschen mögen einfach Menschen. Ja? Menschen gehen gern mit Menschen um, insbesondere wenn es irgendwie wichtig ist, wenn es emotional wird. Wenn Sie in der Baufinanzierung bleiben, Sie bei der Bank, da denkt man immer, das kann doch nicht emotional werden. Doch, Geld kann sehr emotional sein. Das kann sehr emotional werden, ja. Wenn Sie eine Baufinanzierung machen, wissen wir alle, wenn Sie so eine Umfrage machen würden, habe ich mal gemacht, wer würde heute noch eine Baufinanzierung persönlich machen? Sagen alle, nein, kannst du doch alles mit dem Handy machen.
da lache ich immer ein bisschen intern, weil natürlich in so einem Kreis sagen alle, boah, macht ja keiner mehr. Die Wahrheit ist, es gibt so gut wie keine Baufinanzierung. Und zwar nicht nur bei der Commerzbank, also das ist eine alte Bank, das gilt genauso für die ganzen Internetunternehmen, die wirklich vollständig digital passiert. Natürlich informieren sie sich vorher, sie haben Zugang, sie können sich alles angucken. Aber eine so wichtige Entscheidung zum Beispiel, die das für die meisten Menschen einfach ist, die wollen sie nicht einfach per Klick, obwohl das geht. Ja, auch bei der Commerzbank ganz einfach, am Sonntag irgendwie auf der Couch machen. Das passiert nicht. Sie haben ja dafür ein Versuchslabor eingerichtet, um mal zu sehen, wie man jetzt analog und digital verquickt. Was den schönen Namen, ich habe es schon gesagt. Ich habe es gelesen als Main Incubator, aber das ist natürlich Main. Wie gesagt, wenn Sie es gut machen, kann man sagen, das ist Main dann, aber bisher ist es noch der Main-Inkubator. Genau, das ist also das große Versuchslabor der Commerzbank, wo Sie versuchen herauszufinden, was geht, was nicht geht, was der Kunde will. Was machen Sie da ganz genau? Also vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel dieses Blockchain bei der Baufinanzierung. Mhm. Haben Sie das da getestet, ob man das mit einer App vielleicht schneller... Also Blockchain bei der Baufinanzierung noch nicht, das ist vielleicht noch eine neue Idee. Aber Blockchain, also die Technologie... Von Blockchain kommt ja zum Beispiel vom Anfang her aus dem von Kryptowährung. Bitcoin ist ja eigentlich die Basisanwendung gewesen von Blockchain. Und damit haben Sie es als regulierte Bank echt schwer. Also wenn Sie mit solchen Technologien im klassischen regulierten Bankenbereich arbeiten wollen, aus vielen Gründen macht das wenig Sinn. Und aus dieser Seite ist die Idee entstanden, wenn Sie sich wirklich mit neuen Technologien, gerade auch in der im Zusammenhang mit Digitalisierungstechnologien auseinandersetzen wollen, macht Sinn, das außerhalb der eigentlichen Bank zu tun, weil sie dann auch in dem Rechtsrahmen, sich sozusagen in dem legalen Rahmen sich rausgehen können und da gar keine Verwischung haben mit den Kundendaten zum Beispiel und Kundengeschäften. Das macht sehr viel Sinn, da können Sie wirklich Sachen ausprobieren, weiterentwickeln. Und Blockchain zum Beispiel ist eine Technologie, wo wir mittlerweile mit einem kleinen Team wirklich führend sind, wo wir ganz viel gelernt haben in so einer Laborsituation. Also was ich sehe, auch bei unseren Kooperationspartnern beispielsweise, die haben natürlich auch diverse solche Versuchslabore, auch so Inkubatoren und so weiter genannt. Das finde ich auch sehr gut und finde das sehr sinnvoll. Ich glaube, das Entscheidende ist aber gerade bei großen Unternehmen oder vielleicht auch Mittelständlern, dass man diese Innovation am Ende des Tages auch in die Unternehmen reinträgt und vor allem den Menschen erzählt, wirklich möglichst irgendwie einfach, ohne Komplexität, was da auf sie zukommt. Ich glaube, daher kommt auch häufig diese diffuse Angst. Daher haben wir diese Studien über, der Roboter nimmt mir meinen Arbeitsplatz weg und künstliche Intelligenz ist böse und so weiter, weil viele Menschen einfach nicht wissen, was auf sie zukommt. Und für mich ist Wissen der zentrale Zugang. Also Bildung ist das Entscheidende. Und zwar nicht nur Bildung bei Kindern, bei Jugendlichen, sondern vor allem auch bei Menschen, die anders sozialisiert sind. Ich komme aus einer Generation, wo ich sagen würde, ich bin sogenannte Digital Native, also ich bin irgendwie damit sozialisiert, wobei ich mir auch vieles selber beigebracht habe. Aber es gibt eben viele Menschen, die mit all dem da draußen nicht sozialisiert sind. Deswegen finde ich es auch immer schwierig. Manchmal ist so ein bisschen die Debatte, oh mein Gott, habt keine Angst, dafür plädiere ich auch. Aber manchmal muss man diese Menschen auch genau anschauen und deren Geschichten und schauen, was sind eigentlich ihre Werte und wie müssen wir diese Menschen eigentlich abholen, mitnehmen. Wir müssen viel mehr Kommunikation vorantreiben in Unternehmen und so weiter. Und das ist für mich auch der entscheidende Punkt. An dieser Stelle würde ich gerne nochmal einhaken, genau das nochmal zu dem Main-Inkubator zurückkommen. Da gibt es auch einen kleinen Einspieler, der genau das nochmal versucht klarzumachen, wie eben mit Leuten, die bisher nur analog gearbeitet haben, auch digital, wie sie in die digitale Welt reinwachsen. Ein Start-up mit Tradition, die Commerzbank. 1870 gegründet von hanseatischen Kaufleuten. Heute, fast 150 Jahre später, erfindet sich das Institut neu. Die Commerzbank will sich bis 2020 in ein digitales Technologieunternehmen verwandeln. Das Unternehmen will Prozesse und Produkte digitalisieren, um damit für ihre Kunden einfacher, besser und schneller zu werden. Die Transformation der Commerzbank im Zeitalter der Digitalisierung. Ein ambitioniertes Ziel, das für viele der fast 50.000 Mitarbeiter eine Veränderung ihrer Arbeitswelt bedeuten könnte. Wie die Herausforderung gelingen kann, probiert die Bank unter anderem im Main-Inkubator aus, der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Commerzbank. Die Mitarbeiter im Blockchain Lab sind alles Commerzbank-Mitarbeiter, die vor anderthalb, zwei Jahren nicht ein Deut Ahnung von Blockchain hatten. Und denen hat man die Freiraum gegeben, zu sagen, kümmert euch um dieses Thema und versucht euch da reinzuarbeiten. Mittlerweile sind sie führend
weil sie eben eigenverantwortlich sich das Thema erarbeitet haben und da Use Cases entwickelt haben. Ich glaube, das ist eine schöne Blaupause auch für viele andere Themen, die wir in der Bank umsetzen. So, also das nochmal der Mein Inkubator. Er hat jetzt gesagt, ihr Mitarbeiter, das ist eine Blaupause. Könnte man auch sagen, das ist so ein bisschen wie der Kopf der neuen digitalen Commerzbank? Nee, so würde ich nicht sehen. Ich glaube, der Mein Inkubator ist ganz, ganz früh. Da trauen wir uns, das, was Banken eigentlich nie gemacht haben, die machen mussten, wirklich mal auszuprobieren. Themen, die relevant sein könnten, noch bevor sie wirklich so weit sind, dass es jemand erklären muss eigentlich, wirklich mal zu probieren, was kann man damit machen. Und das in einem geschützten Raum, der eben nicht sozusagen die regulierte Bank ist, wo sie mit sensiblen Daten umgehen können. Das ist der Mein Inkubator. Ich glaube, den Punkt, den Sie angesprochen haben, der betrifft Themen, die schon einen Schritt weiter sind, die in dem Bereich sind, wo sie wirklich anwendbar sind, wo sie sie wo sie Kunden in der Anwendung vermitteln müssen. Und was wir gelernt haben, ist, wenn Sie wirklich ein Unternehmen, ein Traditionsunternehmen, das fast 150 Jahre alt ist, in die digitale Welt mitnehmen müssen, müssen Sie zwei Sachen ja haben. Das eine sind Ihre Kunden mit ganz unterschiedlichen, Sie haben es ja eben auch gesagt, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsschätzen, ja? Aber auch Ihre Mitarbeiter. Weil sie brauchen natürlich beides. Wir haben 40.000 Mitarbeiter, die natürlich auch aus einer analogen Welt... Ich habe noch 50.000 in meinen Unterlagen. 50.000. Das ist eine Frage, wie Sie sehen, ob Sie es nach Vollzeitkräften, ob Sie es in Vollzeitkräften sehen oder ob Sie es an, wenn Sie auch Teilzeit nehmen, sind es mehr Mitarbeiter, mehr Personen natürlich. Aber auf die beiden Gruppen würde ich gerne noch mal eingehen. Also einmal die Kunden und einmal auch die Mitarbeiter. Fangen wir vielleicht bei den Kunden an. Haben Sie denn schon irgendwie einen Sinn oder eine Intention dafür, inwieweit jetzt Ihre Kunden eine moderne digitale Bank haben wollen? Oder wie weit gehen die denn mit in dem Geschäft? Vielleicht können Sie sagen, es ist ja auch immer die Frage des Geschäftsmodells, wie entwickelt sich das und so weiter. Also wo stehen Sie da und wird das von den Kunden angenommen? Also wenn Sie jetzt Kunden mit Privatkunden gleichsetzen, dann wäre es da relativ einfach. Da haben Sie mittlerweile eine unglaublich hohe Durchdringung in Kunden, die auch, deswegen wichtig, auch digitale Tools nutzen. Also eine App zum Beispiel ist extrem häufig genutzt, teilweise bis zu 7-mal am Tag. Das sind so die Sachen, die ich spannend finde. Im Durchschnitt 7-mal am Tag, immer wenn es um die, wenn die typischen Gehalts Termine sind. Viel, ne? Das ist echt viel. Am Tag, würde ich jetzt auch, also nicht jeden Tag, aber so in den, was weiß ich, Ultimo, so an solchen Tagen, wo man einfach reinguckt, da werde ich oft gefragt zu sagen, warum machen die das? Und meine Antwort ist falsche Frage. Das ist doch gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie es tun und dass das für uns eigentlich eine Kundennähe ist, die wir nie gehabt haben, weil früher ist niemand 7-mal am Tag in der Filiale gekommen. Ja? Also auch früher nicht, ja? Auch heute nicht. Insofern, wir haben eine viel höhere Bindung heute über auch solche digitalen Kanäle, als wir das früher hatten, die da genutzt werden. Und da sehen wir einen klaren Trend in diese Richtung, der immer weiter entsprechend weitergeht. Und im Firmenkundengeschäft, ich sage, das ist die private Seite, ist der Schritt natürlich noch viel weiter. Da haben Sie eher das Thema, dass Sie Kunden haben, die natürlich sehr professionell, sehr offen sind für solche Technologien, weil sie es einfach in ihrem eigenen Umfeld nutzen. Aber Sie müssen ja den Kunden dann sagen, warum der Kunde bei Ihnen bleiben sollte. Ne? Weil es gibt ja auf dem Markt auch Fintech-Unternehmen, andere Banken, die jetzt natürlich auch ihre digitalen Angebote entwickeln und wo es möglicherweise auch viel schneller möglich ist, einfach mal zu wechseln. Aber das muss ich dem Kunden ja nicht sagen, warum er bei mir bleiben will. Ich muss ihm Angebote machen, die ihn dazu bringen, zu kommen. Und das funktioniert sehr gut. Also im Moment müssen Sie eher sagen... Also ich habe auch mehrere Konten, auch eins bei so einem hippen Fintech-Unternehmen, was auch total alles wirklich einfach war. Ich bin aber auch Kundin bei Ihnen. Und zwar vorher schon. Nein, das heißt nicht angesprochen. Und ich schätze ehrlich gesagt beides. Aber was, glaube ich, entscheidend ist jetzt aus Kundensicht, ist, dass auch eine Bank natürlich mitgehen muss und irgendwie sehen muss, okay, das Ganze muss viel einfacher werden, es muss bürokratisch unaufwendiger werden, es muss schneller gehen vor allem und effizienter sein. Und ich meine, ich bin Unternehmerin, ich habe jetzt mehrere Unternehmen, deswegen habe ich auch offensichtlich mehrere Konten, deswegen möchte ich es so einfach wie möglich an der Stelle haben.
Was ich entscheidend und was ich ganz interessant finde, ist, dass wir häufig, wenn wir beim Thema Daten, Datennutzung oder Nutzung von digitalen Tools sind, immer sehr schnell in so einer Generationendebatte sind. Also ja, die ältere Generation ist ja so und die jüngere Generation so. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es eine Frage des Alters ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich ganz viele, es gibt auch Studien, ganz viele ältere Menschen, die im Gegenteil eher froh sind, wenn ihnen digitale Teilhabe ermöglicht wird. Das ist zum einen, dass ich nicht mehr zur Bank gehen muss, sondern dass ich das von zu Hause aus machen kann. Es geht auch darum, böse Amazon, aber vielleicht, dass ich irgendwann mal meine Medikamente online bestellen kann, weil ich dann nicht mehr darauf angewiesen bin, dass das jemand anderes für mich tut. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist das Entscheidende für die Unternehmen, dass sie diese Vorteile zeigen, ohne dass sie sagen, wir schaffen jetzt alles hier ab und alles ist jetzt weg und ist nur digital. Die Frage ist ja, wenn man das jetzt so ein bisschen weiterdenkt, ist ja, Sie sagen, Sie haben jetzt mehrere Konten, je nachdem, welches Unternehmen das ist. Wenn man das jetzt aber in die digitale Welt hineinträgt, ist ja jetzt die Frage, haben Sie trotzdem noch einen Steuerberater, haben Sie auch noch einen Unternehmensberater, haben Sie so noch ringsherum das Team, was man eben braucht als Unternehmerin, oder ist das alles auch digital? Ja. In einer App oder, ja. Also ich habe auch echte Menschen, die für mich arbeiten sozusagen. So weit ist es dann noch nicht. Aber ich habe keinen Unternehmensberater, aber ich habe natürlich auch einen Steuerberater auf jeden Fall. Aber es ermöglicht mir einfach größere Freiheit, das, was ich vorhin sagte. Ich kann eben solche digitalen Tools nutzen, wenn ich sie denn will. Vor allem kann ich sie aber nutzen, weil ich weiß, wie ich sie nutzen kann. Und das ist das Entscheidende. Also das Bildungsthema, was ich vorhin sagte, Zugang zu Wissen zu ermöglichen und das als Unternehmen auch zur Verfügung zu stellen, zu sagen, so läuft das jetzt mit der App, das ist dein Vorteil, das hast du davon und am Ende des Tages, das passiert auch mit deinen Daten. Ich glaube, das ist das Entscheidende, vor allem hier in Deutschland, dass wir diese große Awareness, diese große Sensibilität haben, was das Thema Daten betrifft. Ein schönes Stichwort, da würde ich gerne nochmal dann zu Ihren Mitarbeitern kommen, jetzt nochmal, also 50 oder 40.000. Nee, auch von dem, wie sage ich es mal, wie nutze ich es im Unternehmen, zu den Mitarbeitern, wie sagen Sie es Ihren Mitarbeitern, dass Sie eben jetzt, Sie haben ja gesagt, es ist kein Abschied, sagen wir mal, dass die Transformation von einem rein analogen Geschäft in das Digitale stattfindet. Und wie bereit sind denn dann alle dieses lebenslange Lernen, diese Bildung auch, sagen wir mal, auf sich zu nehmen? Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich habe da meinen Beruf gelernt und ich habe das schon immer so gemacht. Warum soll das jetzt plötzlich besser anders sein? Ich glaube, Mitarbeiter sind ja ganz normale Menschen, die auch am Leben teilnehmen, auch von Banken. Und da erleben sie natürlich auch Amazon. Da erleben sie auch das, was eben sozusagen in der digitalen Welt entsprechend passiert. Das heißt, sie müssen Bankmitarbeitern und Mitarbeitern generell Unternehmen gar nicht erklären, dass das richtig ist. Die wirkliche Herausforderung ist, dass sie gemeinsam einen Weg finden müssen, wie sie es wirklich gemeinsam lernen. Das ist ein Lernprozess. Weil wir alle, diejenigen, die eben noch aus einer nicht so digitalen Generation kommen, natürlich noch ganz andere Prozesse gewohnt waren. Wir wissen alle, dass wir das weiterentwickeln müssen. Die Frage, wie, ist ein Thema. Und da gibt es Arbeitsmethoden und Methoden auch der Organisation, die so eine Veränderung erleichtern. Also andere, ganz bewusst andere Arten der Kooperation im Unternehmen, um das Ganze auch sozusagen, wenn Sie wollen, ich jetzt fast gerade symbolisch zu untermauern, dass man es auch anders machen kann, als man es historisch gemacht hat. Die Öffnung von Mitarbeitern für solche Prozesse ist erstaunlich gut. Ich sage mal erstaunlich gut, weil wir haben, als wir mal das erste Mal im Vorstand diskutiert haben, wir müssen die Bank weiterentwickeln, haben wir eine interessante Debatte gehabt zur Frage, okay, wir hatten so eine Schätzung, dass wir so etwa 500, 600 Mitarbeiter brauchen, die in so einer Struktur arbeiten, wenn sie das Unternehmen verändern wollen. Wir haben überlegt, wie kriegen wir die dazu motiviert, in einer neuen Art und Weise zusammenzuarbeiten, ohne dass man ihnen genau sagen kann, ob das gelingt, wie die typischen weiteren Entwicklungsschritte sind. Da war eine Angst zu sagen, Mensch, gibt es eigentlich genügend, die bereit sind, aus ihren Arbeitsumfällen rauszugehen? Haben wir lange darüber diskutiert. Das Ergebnis hat gezeigt, eine völlig unbegründete Angst. Wir haben am Ende genau das Gegenteil gehabt. Wir haben da über 1.000 Mitarbeiter gehabt und bauen das jetzt aus auf eine Struktur, die wahrscheinlich über 4.500 Mitarbeiter, also wirklich ein großer Teil sein wird. Und wir hatten nachher die Situation, dass Mitarbeiter, die nicht da teilnehmen wollten, sich bei mir beschwert haben und bei vielen anderen wahrscheinlich auch. Klingt nach einem Fintech innerhalb der Bank, oder wie würden Sie das? Naja, ein großes Fintech, oder? Also Fintech ist ja erstmal so ein Anfang, aber wenn Sie so wollen, ist das auch die Bereitschaft und die Öffnung, anders miteinander zu arbeiten, auch mal was zu wagen. Und Ihre Frage war ja, wie kriegen Sie Mitarbeiter dazu? Ich glaube, das ist am Ende
viel weniger schwierig. Und wir müssen sie überzeugen davon, viel weniger schwierig, als man sich das manchmal vorstellt. Ich glaube, Kommunikation ist entscheidend. Und was wir auch sehen in der Zusammenarbeit mit eben auch diversen Unternehmen ist, darüber hatte ich auch geschrieben, ich schreibe auch unter anderem fürs Handelsblatt eine Kolumne, das war die meistgelesene Kolumne neben der Datenkolumne, komme ich später dazu, nämlich, dass ich gesagt habe, bitte, liebe große Unternehmen, macht nicht auf Startup. Mhm. Also es bringt jetzt nichts, hier weiße Turnschuhe an und ich mache einen auf FIP und wir duzen uns alle. Das kann auch wirklich zu ganz starken Irritationen führen, und zwar nicht nur bei jungen Leuten, sondern auch bei älteren, weil es bringt nichts, von oben irgendwas zu sagen und jetzt machen wir irgendwie einen auf innovativ. Das machen auch viele Leute nicht mit, zumal wenn es die DNA auch nicht hergibt. Also man macht dann auch Startup, alles für irgendwie die Hochglanzbroschüre, ist total hip und tolle Videos im Netz, und dann kommt man rein und merkt, es ist eigentlich gar nicht so. Und daher sage ich immer, hey, seid echt, seid wirklich so, wie ihr seid. Und das Entscheidende ist, glaube ich, die Kommunikation. Also wir kennen viele Unternehmen, die sogenannte Town Hall Meetings machen, also große Meetings, wirklich, wo sie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einladen, wo der Vorstand kommt und erzählt, was gerade Sache ist. Also woran arbeiten sie, was ist der nächste Schritt? Und das ist, glaube ich, heute wichtiger denn je. Früher war das auch schon wichtig, aber heute ist es wichtiger denn je. Und das ist etwas, was wirklich auch was bringt an der Stelle. Das hört sich natürlich jetzt alles ganz wunderbar an. Wir alle wissen um die Mühen der Ebene. Da würde ich das gerne erstmal dabei belassen. Ich hätte eine Frage, um diesen Komplex abzuschließen. Es geht natürlich jetzt alles sehr in die Zukunft, digital und so weiter. Die Frage ist, die viele auch Bürger, das sehe ich in Leserbriefen, immer umtreibt, ist auch, bedeutet dieses digitale Bezahlen jetzt eigentlich das Ende des Bargeldes? Was würden Sie sagen? Also sagen wir mal in den nächsten 10 Jahren. Das ist ja nur eine Meinungsfrage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht hier in Deutschland. Ich kann mir andere Regionen auf der Welt vorstellen, wo das eher medial zu beantworten wäre. Das ist eine Kulturfrage. Technisch würde es gehen. Aber das ist eben nicht nur eine Frage von Technik, sondern es ist eine Frage von, was wollen Menschen? Das gilt für Unternehmen wie für Gesellschaften, die eben sagen müssen, du kannst nicht an den Interessen, und musst auch gar nicht, solltest du auch nicht, an den Interessen deiner Kunden, deiner Menschen vorbeigehen. Und ich glaube, in Deutschland werden wir noch lange auch Bargeld sehen. Ich glaube auch, ich würde es mir anders wünschen. Ich hätte damit überhaupt kein Problem, wenn ich überall nur noch digital zahlen könnte. Das wäre ganz großartig. Aber ich glaube, es ist wirklich eine Mentalitätsfrage hier. Und dass wir in Deutschland noch sehr stark wir wollen die Strukturen erstmal so belassen. Und wenn wir Veränderungen antreten, dann Step by Step. Also wir gucken uns erstmal alles an, wir bilden einen weiteren Arbeitskreis, dann mieten wir uns nochmal, dann telefonieren wir uns zusammen und dann treffen wir eine Entscheidung und reflektieren, ob das überhaupt richtig war. Ich glaube, das ist so unsere Mentalität. Die ist manchmal gut und die hat uns auch dazu gebracht, wo wir jetzt sind, ein wirklich wirtschaftsstarkes Land, aber in Zeiten von Distribution, von Digitalisierung, von Innovation, muss man natürlich manchmal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das der richtige Weg an der Stelle ist. Ich glaube, bei Bargeld kommt noch ein Aspekt dazu. Das ist so das Gefühl von, ich habe noch die letzte Kontrolle über einen wirklich dann am Ende sehr, sehr anonymen Datensatz. Und das ist gar nicht anonym mit irgendwie kriminell, sondern einfach, ich habe noch die letzte Kontrolle und verliere nicht die Kontrolle darüber. Das ist ein interessantes Thema, was ich immer wieder höre von Menschen. Und ich würde auch sagen, ich brauche kein Bargeld. Schon lange nicht mehr. Also ich finde es immer furchtbar, wenn ich wieder kein Bargeld mit habe als Banker. Ja? Meine Frau immer furchtbar. Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das passiert. Doch, das passiert ganz oft, weil ehrlich gesagt, wozu brauchen Sie Bargeld? Manchmal brauchen Sie es eben doch noch. Also wenn Sie in Berlin essen gehen, dann wurde ja schon gesagt, wird es öfteren gesagt, ne? Nur Cash. Ja, nur echt? Ja, nur Cash. Ja, absolut. Ja. Das denn kann ich nicht essen. Ja, genau. Also da können wir jetzt auch noch tiefer einsteigen. Das machen wir jetzt lieber nicht, ne? Mit den Zwischenrechnungen. Wir sind ja in Berlin auch, sagen wir mal, in der politischen Hauptstadt. Und ich würde jetzt gerne den zweiten Teil der Diskussion ein bisschen auf politische Forderungen oder was wünschen Sie sich von der Politik, ein bisschen darauf abstellen. Wir haben ja nun sehr viel über diese neue digitale Art, das neue digitale Banking gesprochen und über das alte. Das alte Banking, das traditionelle Banking ist ja auch ein regulierter Markt. Wir haben die Zentralbanken. Wir haben eine relativ gute, zumindest aufgestellte Bankenkontrolle. Wenn wir jetzt in die Fintech-Ebene gehen und wenn wir in das Blockchain-Zeitalter gehen, sind das ja alles dezentrale Bankgeschäfte. Da braucht man eigentlich keine Zentralbank mehr. Und die erste Frage, die ich jetzt gerne stellen würde, ist, geht das denn überhaupt so nebeneinander zwischen dem traditionell regulierten Finanzmarkt und den
dezentral abgewickelten, sehr transparenten Zahlungen über Blockchain. Wie geht das? Oder wie müsste die Regulierung aussehen, um das alles auch irgendwie unter eine staatliche Kontrolle zu kriegen? Oder braucht man die vielleicht auch gar nicht mehr? Na, ich glaube, Finanzdienstleistungen, das hat ja nicht erst zuletzt die Finanzmarktkrise gezeigt, sollten reguliert sein. Das hat nichts mit Bank zu tun, es ist vielleicht egal, wer das Geschäft betreibt, aber diese Geschäfte müssen sich an Regeln halten, sonst ist einfach das Missbrauchspotenzial viel zu groß. Insofern, das spricht dafür, dass man das auf jeden Fall regulieren muss, angemessen regulieren muss, aber regulieren muss. Deswegen ist für mich gar nicht die Frage, ist das dezentral oder zentral? Immer dann, das ist meine feste Überzeugung, wenn ein neues Geschäftsmodell zum Beispiel entsteht und in einem Fintech zum Beispiel, und das eine bestimmte Relevanzschwelle überschreitet, dann wird es Teil dieser Regulierung sein und sein müssen. Insofern ist das gar keine Frage. Sie diese Schwelle ansiedeln? Ach Gott, weiß ich nicht. Da haben wir hier kompetente Zuschauer. Das ist eine Frage, die man festlegen muss, aber sie wird nicht zu hoch laufen. Mhm. Weil immer dann, wenn eine Kompetenz da ist und damit eine Relevanz eine Systemrelevanz, wie man so schön sagt, heute entsteht, braucht man das, wird es auch passieren. Deswegen würde ich den Gegensatz gar nicht aufbauen zwischen Fintechs und Banken, sondern das sind Finanzdienstleister, die sich in so einem System bewegen. Na gut, aber die Frage ist ja, wenn ich über Fintech gehe oder wenn ich über Blockchain gehe, dann wickle ich meine Finanzgeschäfte ab, ohne dass ich dann noch eine Bank dazwischen habe. Also nicht unbedingt. Blockchain, das wird von Banken gemacht. Wird auch von Banken gemacht, aber wird auch ohne Banken gemacht. Also die Frage ist ja, wie bringt man das zusammen? Na, ich glaube, es geht am Ende die Frage, in welcher Form sie das machen. Es ist spannend, was ich erlebe, zum Beispiel Fintechs, gibt es ganz viele, ganz wenige, die wirklich sich unabhängig positionieren. Die allermeisten haben ein Thema, die sind ganz viel Tech, aber nicht Fin. Ja? Also Banken sind sehr viel Fin, aber vielleicht nicht so viel Tech. Das heißt, sie müssen es am Ende zusammenholen. Wenn sie eine bestimmte Relevanz kriegen wollen, macht es Sinn, das zu kombinieren. Das ist auch ein typischer Weg, den Unternehmen entsprechend treiben. Mit der Regulierung hat das dann am Ende wenig zu tun. Fühlen Sie sich denn sicher, wenn Sie jetzt digital bezahlen, die Bankgeschäfte sicher? Also ich glaube, ich fühle mich nirgends so sicher wie in Deutschland, weil ich immer irgendwie, wenn ich was digital mache, 1000 Sachen unterschreiben muss. Wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wird 1000 Mal gesagt, dass hier alles aufgenommen wird und wer nicht will, muss den Raum verlassen und solche Geschichten. Also ich glaube, dahingehend sind wir total safe, was in Deutschland, wir sind so übersafe, ja, also safer geht's eigentlich nicht. Daher glaube ich, ich fühle mich tatsächlich sicher, ich fühle mich auch abgeholt. Das Entscheidende ist auch da wieder, den Leuten nicht Angst zu vermitteln und zu sagen, durch dieses überregulierte, überbürokratische an der Stelle, liebe Startups, könnt ihr eure Ideen nicht mehr gestalten oder auf die Straße bringen. Das ist ja das Entscheidende. Also ein Beispiel für meinen Bereich. Ich habe erzählt, großes Netzwerk, viele Menschen. Wo Menschen sind, sind auch automatisch Daten, wenn wir bei Veranstaltungen sind. Datenschutzgrundverordnung kam. Ich habe als kleines Startup, wir sind 10 Leute jetzt in meinem Team, über 20.000 Euro ausgeben müssen, allein für Anwälte, damit ich im Grunde dastehe, wo ich vorher auch schon stand. Nur sozusagen mit dem Siegel eines Anwalts, der gesagt hat, alles, was du machst, ist eigentlich richtig. Und daher ist so ein bisschen, das ist für mich natürlich diese 20.000 Euro, die hätte ich super gerne in meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investiert. Und das ist das Entscheidende. Also häufig ist es so, dass Gesetze gemacht werden, das kenne ich auch noch aus politischen Zeiten, die natürlich für eine bestimmte Zielgruppe gedacht werden und dann eben nicht für die kleinen Unternehmen oder für die mittelständischen, sondern rein für die großen Unternehmen. Und das ist das etwas, wo natürlich viele Startups sagen, ja, es ist schön und fein mit der Regulatorik, aber es ist etwas, was mir an der Stelle überhaupt nichts bringt. Und das ist das Entscheidende. Und da ist die Forderung an die Politik, vielleicht etwas mehr in die Breite zu gehen als ein. Weil Regulatorik ja nicht unbedingt was mit der Frage zu tun hat, will ich ein Unternehmen regulieren oder nicht, sondern es geht um den Zweck und den Inhalt. Ja. Und die Datenschutzgrundverordnung, über deren Sinn und Unsinn man ja lange diskutieren kann, für mich jedenfalls keinen Unterschied, ob sie angewandt wird von einem kleinen oder einem großen Unternehmen. Für den Kunden ist es immer der gleiche Aufwand und für das Unternehmen entsteht eben aber auch ein Aufwand. Aber Sie können es mehr leisten. Also für Sie sind 20.000 Euro vielleicht, sage ich mal, nicht das, was ich jetzt natürlich in die Hand nehme. Nur bei uns kostet es dann vielleicht 20 Millionen. Und an der Ecke ist es eben auch sehr viel. Ja. Und man muss sich am Ende, glaube ich, nicht so sehr fragen, wer kann sich Regulierung leisten,
sondern wo macht Regulierung wirklich einen Sinn? Und ich sage mal immer, wenn Sie ein Problem lösen, das es gar nicht gibt, ist ein Riesenthema. Nehmen Sie ein Beispiel, was mich sehr stark betrifft und ich finde eigentlich sehr viele unserer Kunden, MiFID. MiFID ist ein brutal komplizierter Prozess, wo Sie am Ende sich überlegen können, wem dient es eigentlich, wenn Sie wissen, dass in Umfragen über 85% oder 86% der Menschen sagen, dass sie sich eigentlich super beraten fühlen. Ja, aber so, ich meine, da kommt eben dann die Jahre der Finanzkrise. Ne? Vor 10 Jahren haben das auch viele Leute gefühlt und dann war plötzlich das Geld weg. Also das ist eben halt ein Prozess von... Ob da die MiFID hilft? Ja, aber ich kann mich selber noch erinnern, das war nicht bei Ihrer Bank, wie vor 10 Jahren auch beraten wurde und Angebote gemacht wurden. Und ich habe damals zum Beispiel, nur weil ich keine Zeit hatte, nicht abgeschlossen. Ne? Das war toll, ne? Aber jetzt im Nachhinein. Aber ich denke, da muss man schon... Da haben Sie einen Punkt. Die Frage ist nur... Hilft dann dieses Instrument? Genau, das ist natürlich die Frage, aber in der Europa, 28 Staaten... Oh, das ist aber kein gutes Argument. Das ist ein Kompromiss. Aber ich gebe Ihnen recht, MiFID, ich kann mich gut erinnern, ist eine Herausforderung, glaube ich. Kommen wir vielleicht zu was anderem, was nicht ganz so schwierig ist, und zwar die Cloud. Also, wie sicher sind Clouds? Brauchen wir in Europa eine eigene Cloud? Und genau das wurde auch nochmal gefragt. Brauchen wir eine europäische Cloud? Ja oder nein? Und da haben wir das Ergebnis. Nur ein Fünftel der Leute, die mitgemacht haben, sagen ja unbedingt. Und 32 sagen, eine Cloud ist zu unsicher, das wollen wir gar nicht erst haben. So ein Speichermedium, das ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen die Fantasie. Eine Cloud irgendwo, wo man schießen kann, ne? Und die fliegt dann weg und regnet ab oder wie auch immer. Wie sehen Sie das als Bank? Brauchen wir diese Cloud? Brauchen Sie diese Cloud? Halten Sie das für sicher? Also erstens, ich glaube, es gibt keine sicherere Technologie als Cloud, schon allein von der Logik abgeleitet. Wenn Sie sich vorstellen, dass jedes einzelne Unternehmen seine eigenen Server, also seine Rechner, auf denen sie Daten verarbeitet, sicher machen muss, ist das eine Riesenherausforderung, kann sich jeder vorstellen. Wenn Sie Unternehmen haben, die große Cloud-Provider sind, es gibt allerdings nur weltweit 4 Stück im Moment, ja, wenn Sie die entsprechend nehmen, haben die natürlich ganz andere Ressourcen, das immer auf der neuesten technologischen, auf dem Standard zu halten. Das heißt, technologisch kann es eigentlich nichts Sicheres geben als eine Cloud. Deswegen, das ist, dieser Begriff ist da ein bisschen misleading. Ja? Also wenn Sie da sagen, das ist irgendwie in der Wolke, das ist ja nicht in der Wolke, das steht in irgendwelchen... Ich gebe nur die Fantasie der ist ja genau richtig. Menschen wieder. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum es zu diesen Abstimmungen immer führt. Technologisch ist das sicherlich das Sicherste, was es gibt. Mein Punkt ist eher, dass wir uns überlegen müssen, wenn Cloud die Zukunftstechnologie ist, und das wird sie nach meiner Überzeugung sein, zumindest mal bis es dann was Neues gibt, aber im Moment ist das nicht absehbar, dann ist es schon schwierig, dass das nur dass es nur 3 US-amerikanische Cloud-Provider gibt und der vierte, die Alternative wäre dann noch ein chinesischer. Das finde ich vor dem Hintergrund der Standards, hinter denen es liegt, nicht technisch, sondern die Frage, wie läuft man das? Das finde ich als Europäer nicht die komfortabelste Lösung. Deswegen finde ich es immer richtig, nicht über die Frage Cloud ja oder nein nachzudenken, sondern ich glaube, so wie wir dann, hätte ich mal gesagt, wie wir einen europäischen Luftfahrtkonzern irgendwann mal gebaut haben, was echt gut war für den weltweiten Wettbewerb, fände ich es eigentlich richtig, wenn wir in Europa auch eine Cloud-Lösung hätten, die sich sozusagen an den europäischen auch Datenschutzstandards kompromisslos orientiert. Auch im Sinne des Wettbewerbs wäre das, glaube ich, eine hilfreiche. Wäre das nicht was für weibliche Computer-Nerds oder für Ihr Netzwerk, so vielleicht das voranzutreiben? Ja, wir machen eins nach dem anderen. Wir machen jetzt erstmal sozusagen die Welt weiblicher und digitaler und dann gehen wir konkrete Sachen wie beispielsweise auch die Cloud an. Strukturiert an der Stelle. Was ich ganz spannend finde, ist jetzt auch gerade mit meinem Hintergrund der Politik ist, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe ja auch im Europäischen Parlament gearbeitet und ich weiß noch damals, das war so, ich kam zurück, irgendwie, ich habe 1,5 Jahre in Brüssel gearbeitet und ich habe die Welt nicht verstanden, weil immer die Leute in Deutschland so, Europa ist so weit weg und es ist so negativ behaftet, also Glühbirnenverordnung und so weiter und so fort. Und heute in Zeiten von, sage ich mal, Digitalisierung, Cloud, beginnen wir auf einmal die europäische Fahne
Fahne wieder hochzuheben, was ich wiederum großartig finde und was auch zeigt, wie wertvoll Europa eigentlich an der Stelle ist. Und das sehen wir auch in der Debatte rund um Bundesregierung, künstliche Intelligenz, Strategie-Meeting gehabt, Hasso-Plattner-Institut, jetzt wird darüber gesprochen, auch schon angegangen, europäische Strategie zum Thema künstliche Intelligenz, weil wir einfach merken, dass wir natürlich ein Stück weit ein Gegengewicht zu Amerika und zu China an der Stelle auch brauchen. Ich finde aber trotzdem, man darf Amerika und auch China nicht immer rein verteufeln. Ich bin auch nicht dafür, ich bin überhaupt kein Fan davon, dass ich als Bürger gläsern bin und dass alles von mir getrackt wird. Aber so ein bisschen Inspiration zu holen, ob das jetzt beim digitalen Bezahlen ist, ob das bei Innovationskraft ist, bei Startup-Ideen und auch beim Umgang mit Daten. Und da bin ich sozusagen bei der anderen Kolumne, die ich vorhin angesprochen habe, die ich im Handelsblatt geschrieben hatte. Die wurde auch sehr stark kommentiert, nämlich zum Umgang mit Daten. Ich habe dafür plädiert, dass wir einen positiveren Umgang brauchen. Der ist auch sehr negativ besetzt. Ich kenne zahlreiche. Was ist positiv, was ist negativ? Also positiv ist für mich zum Beispiel, es gibt einige Startups, auch NGOs, die nutzen Daten, um Gutes auf der Welt zu machen. Beispielsweise zu sagen, okay, wie können wir Bilder von verschiedenen Regionen machen, um zu schauen, was sind die ärmsten Regionen im Land und wo können wir finanziell stark unterstützen. Das ist auch ein Einsatz von Daten, den wir erfassen. Aber die Frage ist ja, wo kommen die Daten her und wer ist der Eigentümer der Daten? Das ist ja das, was eigentlich zuallererst geklärt werden müsste. Das ist der Grundstein, aber am Ende des Tages geht es natürlich auch um den Umsatz und das hängt um die Umsetzung und das hängt alles irgendwo miteinander zusammen, weil wenn ich sage, ich habe erstmal eine Anti-Haltung gegenüber dem, wie meine Daten umgenutzt werden, dann bin ich erstmal auch gar nicht offen dafür, was mit ihnen am Ende des Tages passiert. Und das ist das Entscheidende und das habe ich thematisiert in dieser Kolumne und es war ganz entscheidend zu sehen, dass ganz viele genauso gedacht haben. Also ganz viele haben positiv bestärkt und gesagt, ja, genau, also nicht verteufeln, sondern schauen, wie können wir es als Europa angehen, als Vereinte Nation, dass wir sagen, hey, wir bilden ein gutes Gegengewicht, ein gutes nachhaltiges, das ist der entscheidende Punkt, ein nachhaltiges Gegengewicht, ohne zu sagen, wir verschließen uns dem ganzen Thema Innovation, was mit dem Datenthema ja verknüpft ist. Ich hoffe, dass ich es nicht so verstanden habe. Also ich sage mal, das Thema Cloud ist für mich eins, was erstmal per se positiv ist. Und natürlich finde ich es extrem gut, wenn es da Wettbewerb gibt. Der Wettbewerb ist im Moment allerdings nur in Regionen, die zum Beispiel den Umgang mit Daten anders definieren, als wir das hier in Europa tun. Also in wenn China Sie da einen Wettbewerb, da, ich lasse das mal wertneutral so, ne? Da sage ich, ich fände es schöner, wenn wir an der Ecke auch noch einen anderen Standard mit in den Wettbewerb stellen, der sich dann in einem Wettbewerb auch durchsetzen kann. Ich glaube, dass das auch eine Auswirkung hat auf die anderen Mitspieler. Wenn wir das aber nicht besetzen, werden wir diese Chance nicht wahrnehmen können. Und das wäre eigentlich mein Thema. Und by the way, wir nutzen heute natürlich auch amerikanische Clouds, chinesische nicht, bisher. Apropos Daten, da wollte ich zwar später noch dazukommen, aber wenn Sie es jetzt schon angesprochen haben, das ist natürlich auch eine spannende Frage, ist, wenn wir digital werden und digital gehen, sind ja Daten das A und O. Da bauen sich alle Geschäftsmodelle darauf auf, auch auf persönlichen Daten. Mhm. Und da stellt sich ja schon die spannende Frage immer wieder, wem gehören die Daten? Wären Daten vielleicht sogar das neue Zahlungsmittel der Zukunft sein? Weil wenn ich meine Daten gebe, gebe ich ja erst den Unternehmen die Möglichkeit, da Geschäfte zu entwickeln. Also eigentlich bezahle ich ja schon und müssen die mir dann das nicht einfach liefern, weil ich das schon bezahlt habe? Das wäre so vielleicht mal die erste Frage dazu. Wie sehen Sie das? Naja, also dass Daten einen Wert haben, das haben ja Unternehmen wie Google, Facebook und auch viele andere gezeigt, schon mal in Reinkultur. Andere wie große Handelsunternehmen im Internet nutzen dann auch noch ganz andere Dimensionen der Daten. Also es geht ja viel weiter. Ich glaube, es ist eine echte Herausforderung im Moment an die Politik, national wie international, also europäisch, aber auch global, am Ende genau das zu definieren. Da braucht es am Ende einen Standard, idealerweise einen oder Standards, wie damit umzugehen ist. Weil sonst natürlich eine gewisse auch Unsicherheit besteht und am Ende im Zweifel Datennutzung, nämlich positive Datennutzung, in so einer sehr unklaren Situation eigentlich auf der Strecke bleibt. Und was natürlich damit zusammenhängt, ist auch die Steuer, großes Thema, Datensteuer, Digitalsteuer. Das ist auch eine gute Idee, die aber, glaube ich, noch andere Ziele hat, als die Frage, wie mit Daten wirklich umgegangen wird, wenn ich das richtig verstehe. Naja, gut, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wie sehen Sie das? Also es gibt ja die Möglichkeit, einmal oder mal den Vorschlag, dass Daten an der Stelle besteuert werden, wo sie entstehen, wenn sie dann für die Nutzung zum Beispiel an Dritte weitergegeben werden.
Also ich gebe ja bis ein iPhone, gebe meine Daten ein. Das ist soweit okay, keine Steuer. Aber in dem Moment, wo Google diese Daten abgreift und damit Werbung, gezielte Werbung zu mir schickt oder ein anderes Unternehmen, dann wird eine Steuer drauf fällig, weil sie diese Daten nutzen. Wie ist das für Sie ein Modell? Wäre das also anwendbar? Oder? Ich verstehe den Hintergrund dieser Idee. Aber ich sag mal, jetzt könnte ich plapsig sagen, wenn ich Steuerpolitik hätte machen wollen, dann wäre ich ins Finanzministerium gegangen. Ja, aber für Sie ist es sehr wichtig zu wissen, um das vielleicht dann zu verhindern oder in Ihrem Sinne zu gestalten. Warum? Also wie Daten besteuert werden oder wie andere Geldflüsse besteuert werden, ist für ein Unternehmen per se jetzt, glaube ich, nicht der wesentlichste Punkt im Geschäftsmodell. Ich glaube, wem die Daten gehören, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und wie damit, und das ist viel relevanter. Und das ist eine Frage, die im Moment nicht klar beantwortet ist. Es gibt Regelungen, die eher die Daten beim Individuum sehen. Und es gibt auch andere Regionen auf der Welt, die eher sagen, nein, derjenige, der die Daten quasi mühsam gesammelt hat, ich sag's mal so, ja, also eher das Unternehmen, ist dann auch Eigentümer der Daten. Und ich glaube, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Positionen, die auch zu ganz unterschiedlichen Konsequenzen führen. Und am Ende wird das nur durch einen politischen Konsens zu lösen sein, dieses entsprechend festzulegen und da ja einen Rahmen zu schaffen, auf den sich dann Individuum und Unternehmen entsprechend einstellen können. Ich glaube, bei der Datendebatte sind wir im Kern bei einer Wertedebatte. Deswegen sind wir häufig auch bei dem Thema Daten sehr schnell beim Thema Ethik. Deswegen haben wir auch die Diskussion rund um Datenethik und so weiter. Es gibt auch Menschen in Unternehmen, die das Thema jetzt verbinden, Daten und Ethik sozusagen. Ich glaube, das ist etwas, was uns wieder auch als Land sehr stark, als Deutschland auch ausmacht, genauso wie beim Thema Digitalisierung. Da sind wir auch sehr schnell bei Werten. Ne? Wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammenarbeiten? Wie definieren wir eigentlich Führung in Zeiten von Digitalisierung? Und das ist etwas, was uns vor enorme Herausforderungen stellt, natürlich die Politik, die am Ende des Tages für mich immer Rahmenbedingungen stellen kann, aber nie eingreifen sollte. Also sowas wie Steuern auf Daten erheben. Ich sage immer, ich zahle genügend Steuern, hier auch als Unternehmerin. Und das ist okay, aber ich möchte nicht noch gern. Aber das ist ja die Frage, wie sich das entwickelt. Ne? Wenn jetzt heute die Steuern auf Arbeit gezahlt werden, ist vielleicht die Frage. Und deswegen ist es eine wichtige Debatte, aber aus meiner Perspektive, aus der unternehmerischen Perspektive, die ich ja hier auch vertrete, ist es natürlich etwas, wo ich sage, okay, wir müssen uns tatsächlich genauer anschauen, für was werden die Daten genutzt, wie wollen wir damit umgehen, wie wollen wir uns positionieren. Wenn ich das für meinen Bereich beispielsweise sehe, wir bringen Menschen zusammen, wir machen Community Building, Gemeinschaftszusammenbringung sozusagen, machen viele Veranstaltungen an der Stelle und natürlich werden da auch Daten erhoben, aber wir informieren alle Leute darüber, was mit diesen Daten passiert, dass sie dafür eingesetzt werden, dass wir sie einladen können, dass wir sie informieren können und so weiter. Und da gab es natürlich in dem Moment keinen, der irgendwie mal gesagt hat, was macht ihr damit? Also am Ende des Tages eine Informationsgeschichte und eine Wertedebatte, die wir uns als Gesellschaft auf der einen Seite, als Wirtschaftsunternehmen auf der anderen und natürlich als Politik, als Rahmengeber auf der anderen Seite stellen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt, dass da ganz verschiedene Interessen zusammenkommen, die so divers sind, wie wir es eigentlich noch nie hatten. Deswegen muss man, weil Sie Werte ansprechen, ich glaube, das ist genau richtig, wird man am Ende dafür eine Entscheidung treffen müssen. Und die wird am Ende, ich finde, immer vom Gesetzgeber zu treffen sein, wie man diesen Rahmen setzt, weil sie so divers sind. Wie dringend halten Sie das, dass man jetzt diesen Rahmen da setzt? Wie lange ist noch Zeit, da abzuwarten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was völlig klar ist, ist, dass das Thema Daten und Wertgenerierung aus Daten selbst oder mittelbar aus der Anwendung von Daten, dass das natürlich einen immer größeren Anteil an der Wertschöpfung betrifft. Und je größer das wird, desto dringender ist die Frage sein, kann ich das ungeregelt lassen und einfach laufen lassen? Oder habe ich bestimmte Wertvorstellungen, die ich dann auch im politischen Rahmen abbilde und die dann am Ende auch eine Einschränkung bedeuten? Entweder für das Individuum oder für die wirtschaftliche Nutzung von Daten. Dazwischen wird es nicht viel geben. Also das hört sich jetzt schon eher dringend an, würde ich sagen. Ich glaube, das wird größer. Ja. Das wird, klar, Daten sind mittlerweile, ich glaube, wenn das einer noch in Frage stellt, dass das einen wirtschaftlichen Wert hat und damit auch, ich glaube, das wird auch keiner tun. Es wird dringender, aber ehrlich gesagt bin ich erstmal froh, dass die CDU jetzt ihr Problem mal gelöst hat und neue Vorsitzende hat, sodass wir uns jetzt endlich mal wieder den Sachthemen zuwenden können und ja, nicht mehr nur mit innerparteilichen Geschichten beschäftigt sind. Ich glaube, das ist schon mal ein erster Schritt.
Ich hätte jetzt noch, wir sind 19 Uhr, wir sind gleich am Ende. Ich hätte noch eine wichtige Frage, die auch in die Zukunft reicht, die aber jetzt auch schon angefangen hat. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz. Da kann man ja jetzt regelmäßig Sonntagabend den Tatort mit künstlicher Intelligenz sich anschauen. Ne? Also ich weiß nicht, wie viel ich da jetzt schon gesehen habe. Die Frage, die wir auch noch mal, oder die Commerzbank noch mal gestellt hat vorab, sind wir jetzt schon bereit, Verantwortung an künstliche Intelligenz abzugeben? Und das finde ich auch ganz spannend, weil da sieht man ganz deutlich, noch nicht, Sie sehen das noch nicht, aber gleich kommt es. Es gibt schon eine Mehrheit, die sagt, das wird noch dauern. Und ich habe mich auch bei der Vorbereitung jetzt gefragt, man kann das ja natürlich sehr weit fassen. Ne? Man hat einerseits das Beispiel mit den Containerschiffen, die bisher ist es so, die fahren, kommen an, dann wird die Ladung geprüft, dann guckt man, ob das vielleicht verdorben ist oder nicht, dann wird neu bestellt und so weiter. Man kann das jetzt überwachen und in Echtzeit sozusagen neu bestellen. Das klingt eigentlich, ja, klingt logisch, klingt auch so, als möchte ich das gerne haben, wenn ich Unternehmerin bin. Andererseits stelle ich mir dann aber auch so ein Stichwort Tatort, so ein Computer vor, so ein Gesicht, das den Kunden anschaut und sagt, du willst hier einen Kredit haben, also ich glaube, mit deinen Voraussetzungen, das geht nicht. Und dann geht der Kunde wieder. Also ne, man kann das zwischen diesen zwei Polen vielleicht festmachen, welche Bedeutung hat es für Sie jetzt schon, vielleicht auch in Ihrem Main-Inkubator. Sie dürfen auch Main sagen. Ja, das ist so ein bisschen... Also ist KI für Sie jetzt schon wirklich ein Thema oder ist das schon auch noch wirklich so ein bisschen? Also KI in dem Tatort-Sinne ist für uns heute noch kein Thema, weil ich glaube, so weit ist die Technologie noch nicht. Wir sind heute eher bei Machine Learning. Also wir haben einfach mittlerweile Technologien, ich glaube insgesamt, das ist nicht nur in der Commerzbank, sondern generell, wo die Maschinen einfach durch entsprechende Prozesse bestimmte Erfahrungen quasi aufbauen und dabei Entscheidungen vereinfachen und verbessern können. Aber ich glaube, im Sinne der Frage, wie lange wird das dauern, die Frage wird gar nicht sein, können wir uns das vorstellen und wollen wir das? Sondern ich glaube, das hat sehr stark mit auch technologischer Entwicklung zu tun. Und wenn Sie sich mit Leuten, die sich damit beschäftigen, austauschen, dann ist es nicht eine Frage, ob es kommt, sondern wann es kommt. Es wird Maschinen geben, die am Ende die Kapazitäten haben, auch mehr als nur Machine Learning, also sozusagen auch relativ einfache Lernprozesse zu haben, sondern die auch komplexe Entscheidungen treffen können. Und damit müssen wir uns auch, das ist dann wieder eine Wertefrage, müssen wir uns auch auseinandersetzen. Was passiert damit? Nur ich glaube, abwählen, das ist zumindest die Lebenserfahrung, die wir auch als Spezies ja gemacht haben. Ja, also wenn irgendwo eine Innovation gekommen ist, können wir sie dann eigentlich sagen, ach, möchten wir nicht, das packen wir mal. Halte ich für wenig wahrscheinlich. Ich habe bei dieser Umfrage auch mitgemacht und habe auch das dauert noch gewotet, gestimmt sozusagen, weil ich das auch sehe, wenn wir jetzt eben eintauchen in die verschiedenen Unternehmen, dass das wirklich diese berühmte Mindset-Frage ist, loszulassen, etwas abzugeben und Verantwortung tatsächlich an der Stelle auch abzugeben. Nicht mehr zu kontrollieren, sondern sich darauf zu verlassen, dass das jemand anderes, in dem Fall eine Maschine für mich tut. Mein Punkt ist, dass ich natürlich, und da kommt mein Diversitätsthema an der Stelle natürlich auf, dass ich auch das so divers wie möglich gestalten will. Also, dass ich diejenigen, die diese Tools, diese künstliche Intelligenz umsetzen, Analytics und was es da alles gibt, dass das natürlich Menschen sind, die die komplette Diversität unserer Gesellschaft abbilden. Und das ist etwas, das extrem wichtig ist, also einen Schritt vorauszugehen und zu sagen, wer bringt uns eigentlich dazu, dass wir künstliche Intelligenz nutzen können? Da müssen ja auch irgendwann Menschen sitzen, die das alles irgendwie programmieren, erstellen und so weiter. Und da heißt es für mich einfach, Zugänge zu schaffen. Und das ist ein Punkt, der mich wieder zum Thema digitale Bildung bringt. Das ist nämlich ganz entscheidend, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen dahin bringen, dass sie das verstehen, was da auf sie zukommt und dass sie es begreifen und umsetzen können. Also, und wenn ich sehe, was heute auf den Lehrplänen steht oder was die Politik entscheidet in Sachen Bildung, ist natürlich ein bisschen schwierig. Und wir haben tatsächlich viele Lehrerinnen auch. Es gibt halt, die Menschen sind unterschiedlich. Ne? Ich stelle es mir immer ein bisschen schwierig vor, zu sagen, ist für alle
müssen jetzt programmieren lernen, müssen die Zusammenhänge verstehen und so weiter. Ich sage auch nicht, also da bin ich total d'accord. Ich sage nicht, jeder muss programmieren, aber jeder muss die Sprache verstehen. Das ist entscheidend, weil das bedeutet Zugang. Ich kann auch nicht programmieren, obwohl ich Global Digital Women heiße, ja, aber ich verstehe die Sprache des Programmierens und ich habe sozusagen davor keine Angst oder bin irgendwie zurückhaltend, weil ich weiß, was hinter einer Website steht, weil ich weiß, wie Codes entstehen. Machen tun das andere. Das Talent habe ich dann sozusagen ausgelagert oder hole mir Talente damit rein. Und das ist das Entscheidende und ich glaube, das ist das Entscheidende bei künstlicher Intelligenz. Es ist so diffus. Die Leute denken, da sitzt irgendwie ein Avatar oder ein Roboter hinter irgendwas und sie reden mit dem und am Ende ist es vielleicht doch ein Mensch und zieht vielleicht die Maske ab und sagt, irgendwie veräppelt an der Stelle. Ja? Also ich glaube, das ist etwas, was so diese diffuse Angst in Unternehmen ist, zumindest was wir sehen in Kooperation mit diversen Unternehmen. Ob das Mittelständler sind, große Unternehmen, übrigens auch bei Startups. Die sind häufig auch sehr zurückhaltend, wenn sie sagen, okay, wie können wir künstliche Intelligenz so gestalten, dass Leute das verstehen an der Stelle. Weil künstliche Intelligenz hat natürlich einen Aspekt, der uns alle bedroht. Wenn sie und jeden Menschen eigentlich. Weil wir am Ende, und das ist tatsächlich heute auch so, rein von der Kapazität unserer Hirnleistung sind wir wahrscheinlich das überlegende Lebewesen. Das Unterlegene. Überlegende. Ach, jetzt noch? Jetzt. Ja. Es gibt heute noch keine, wenn Sie mal mit Computerwissenschaftlern reden, können Sie sagen, selbst wenn Sie alle Computer der Welt heute zusammenschalten könnten, können Sie heute sich als Netz vorstellen, haben Sie nicht die Leistungsfähigkeit eines menschlichen Gehirns. Der Punkt ist, diese Aussage wird nicht immer Bestand haben, wenn Sie einfach die Entwicklung der Technologie weitersehen. Und das, wenn Sie es zu Ende denken, macht Menschen einfach natürlich unsicher. Weil was passiert dann? Diese Frage kann man sich stellen, stellen sich auch ganz viele Leute natürlich mittlerweile, zu sagen, was passiert eigentlich, wenn sie an diesen Punkt kommen? Ganz spannende und beängstigende, also für viele Leute beängstigende Vorstellung. Das ist, glaube ich, nochmal was anderes als die Frage, lasse ich eine Maschine irgendwo Entscheidungen treffen? Weil das geht an die, eigentlich an das Selbstwertgefühl, die Kontrolle. Leben, genau. Das bleibt, und das wird sicherlich noch eine Zeit dauern, aber wenn Sie einfach ein Stück weit die Evolutionskurven dort sich angucken, dann wird das irgendwie zwischen 5 und 15 Jahren dauern. Aber Herr Ziegel, da eröffnen Sie jetzt eine ganz große Diskussion. Ganz spannend. Ja, ne? Also ich finde es auch total spannend, vielleicht für das nächste Mal. Ich würde an dieser Stelle nämlich gerne sagen, vielen Dank, Herr Ziegel, vielen Dank, Frau Unaran, herzlichen Dank für die Diskussion. Die würde ich jetzt wie folgt noch kurz zusammenfassen. Das Bargeld bleibt erstmal noch, die Filialen auch. Lebenslanges Lernen, Werte, Bildung dominieren. Wir hätten gern eine EU-Cloud, um ein bisschen Wettbewerb zu haben. Und wir würden gern die Kontrolle behalten. So würde ich das zusammenfassen. Vielen Dank.